Ein herzliches Willkommen bei Kreativ mit Nina. Wir stricken heute tatsächlich mit Zahnstocher. Die Zahnstocher sind recht pieksig, deswegen werde ich an den Enden noch zwei kleine Perlen anbringen. Ihr könntet aber auch das abschneiden oder einen kleinen Tropfen Heißkleber drauf machen, dass ihr euch nicht sticht. Jetzt werden wir 15 Maschen anschlagen. Da nehmt ihr am besten die zwei Zahnstocher her, dann habt ihr ein bisschen mehr Platz. Wolle braucht ihr hier sehr wenig und ihr braucht auch nicht gar keine Nadeln kaufen. Also ein schönes Projekt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den kleinen Helferchen, aber man kriegt's hin. Und 15 Maschen habe ich jetzt angeschlagen und die erste Reihe werde ich jetzt rechts abstricken. Ich mache hier auch Randmaschen. Ihr müsstet aber auch keine Randmaschen machen. Wir kleben es dann auch hin. Die erste ist ein bisschen fummelig, geht ein bisschen schwieriger, aber es wird auch einfacher. Die erste Reihe wird jetzt, wie gesagt, rechts einmal abgestrickt und dann werde ich einmal links stricken. Sollte euch das zu schnell gehen, habe ich noch andere Strickvideos auch, da könnt ihr gerne mal auf die Playlist schauen. Jetzt werde ich in meinem Wechsel eine Reihe rechts stricken und dann wieder zurück eine Reihe links, dass wir hier ein schönes Muster haben. Ich zeige euch aber auch noch mal gleich an, was ihr erkennt, wo ihr auf der rechten und linken Seite seid. Hier müsst ihr mal rechts stricken, das schaut dann aus wie so V's. Und auf der anderen Seite seid ihr links, da müsst ihr links stricken. Und das machen wir 2 cm hoch. Dass das ein bisschen so wie ein Pullöverchen ist, werden wir das jetzt einschränken. Das heißt, 2 Maschen hier vorne und hinten werden wir zusammenstricken und zwar rechts. Dann stricke ich ganz normal ab, alles rechts und am Schluss werde ich das wieder zusammenfassen. Jetzt habt ihr nicht mehr 15, sondern nur noch 13 Maschen drauf und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir nehmen wieder 2 Stück zusammen. Ich bin jetzt auf der linken Seite, das heißt, ich stricke die jetzt links ab, 2 Stück. Dann stricke ich ganz normal links. Dann nehme ich nochmal die restlichen 2 und stricke die auch links zusammen. Dann habt ihr noch 11 Stück dann auf eurem kleinen Zahnstocher. Man merkt jetzt schon, dass es ein bisschen so, ja, so eine Art Dreieck bisschen bildet, also die Verschmälerung von den Maschen. Seht ihr das nochmal, ne? Die schrägt sich so ein bisschen ab. Das wollen wir auch. Und dann schauen wir mal, dass wir eben diese restlichen 11 Maschen nochmal hochstricken. Und das machen wir ungefähr 1 cm. Also 2 cm habt ihr schon gestrickt. Und 1 cm machen wir jetzt halt eben mit unseren 11 Maschen. Immer rechts und einmal links. Und insgesamt sollte man dann auf 3 cm kommen, was ich jetzt auch gemacht habe. Und jetzt werden wir die schönen Ärmel noch hinzufügen. 6 Stück braucht man da. Das piekst nicht, das ist schön mit den kleinen Perlen. Wir greifen uns die Schnur einmal um den Daumen und Schlaufe ziehen. Greifen um den Daumen rum und Schlaufe ziehen. Ich habe aber nochmal ein extra Video gemacht, wo ich es langsam erklärt habe. Aber ich finde, die Methode ist eigentlich die beste. Oder ihr macht es so, wie ihr es gelernt habt. 6 Stück fasse ich jetzt da auf. Das sind genau 6. Aber nur auf einer Seite natürlich. Rest kümmern wir uns dann drum. Jetzt drehe ich rum. Jetzt bin ich wieder auf der linken Seite und jetzt stricke ich die links ab. Wenn ihr die mit aufnimmt, ist es wichtig, dass ihr die links oder rechts abstrickt und nicht eine Randmasche macht. Das ist noch wichtig zu sagen. Aber das würdet ihr auch merken, da wird sich die dann auflösen. Falls jetzt eine kleine Schnur dazwischen ist, kein Problem. Das wird dann festgezogen, wenn man dann alles abstrickt. Also keine Angst. Das habe ich jetzt abgestrickt und jetzt fehlt natürlich jetzt noch der andere Ärmelchen, so wie wir es auf der anderen Seite auch gemacht haben. Heißt, ich schnappe mir wieder beide Zahnstocher, schnappe mir den Faden einmal um den Daumen rum, dazwischen durch hochziehen und es bildet sich die Masche. Und das machen wir wieder 6 Mal. Wir wenden das Ganze, befinden uns jetzt halt wieder bei den rechten Maschen. Heißt, ich stricke jetzt alles rechts ab und das mache ich ungefähr 1 cm.
hier dann hoch. Also hier komplett rechts abstricken. Wichtig natürlich keine Randmasche, sondern ganz normal rechte Maschen. Falls das ein bisschen eng ist, einfach mit dem Zahnstocher vorher ein bisschen die Schlaufe ein bisschen erweitern. Dann tut ihr euch einfacher. Das sind wir bei den neu aufgenommenen. Aber wenn ein paar schön reingestrickt sind, geht es eigentlich recht leicht von der Hand. Und ich muss sagen, das macht eigentlich auch Spaß mit den Zahnstochern. Also habe ich noch nie probiert, war jetzt ganz was Neues, aber war auch wirklich schnell gemacht und nimmt es ruhig an Faden, der ein bisschen Farbgebungsverlauf hat. Sieht eigentlich ganz nett aus. Natürlich schön vielleicht für Jungs ein paar vorstricken und auch rosa für Mädchen. Da könnt ihr ganz süße Karten machen. Das ist eigentlich ganz nett. Oder Gutscheine. Da kann man ja mehrere Dinge machen. Muss nicht nur eine Glückwunschkarte sein. Und den Rest, also was wir jetzt hinten dann auch gemacht haben, das, die linken Maschen, die bin ja eh geklebt. Und da mache ich jetzt ungefähr das so lang, bis ich 1 cm habe. Falls ihr ein bisschen dickere Wolle habt, dann schaut ungefähr von Abmaßen her, dass es ein bisschen so ausschaut wie ein Pulloverchen. Wenn ihr das erreicht habt, dann werden wir nur bis zur Mitte jetzt stricken. Und da fangen wir quasi das auf, dass wir später erst nochmal die restlichen 6 Maschen hier aufgefangen haben. Dann ist es nämlich gleich von der rechten Seite zur linken Seite und passt sich perfekt an. So haben wir das gelöst. Im Stricken seid ihr jetzt fertig. Jetzt noch ein kleines Kügelchen machen. Das sieht immer ganz nett aus, wenn dann quasi diese Wolle, dieses Kleinformat-Pulloverchen gestrickt ist. Das könnt ihr dann anpassen. Tonpapier auswählen, was dazu passt. Da passt eigentlich ganz gut die Farbe, die sich auch widerspiegelt in eurem Faden. Ich habe jetzt auch dunkelblau hier genommen. Textilkleber drauf, der klebt auf allem. Der ist richtig gut haftend. Da könnt ihr alles Mögliche. Also ich denke, dass das ein bisschen stärkerer Bastelkleber ist. Man kann aber auch als Bastelkleber nehmen. Den habe ich von Budinette einmal gekauft und ist sehr, sehr ergiebig. Also verlinke ich euch auch gerne unten. Und da könnt ihr jeglichen Stoff machen. Da mache ich das auch oftmals, wenn ich einen Kragen habe oder was, dass ich das ein bisschen mit Textilkleber. Der wäscht sich auch nicht aus, wird transparent. Ich habe das jetzt trocknen lassen. Am besten Backpapier auch nehmen, dass nichts klebt. Und es haftet jetzt auch ganz gut einfach auf so einen härteren Karton. Jetzt könnt ihr nochmal die Perlen auch nochmal hinkleben, dass euch das wirklich auch schön hält. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und ob ihr dann was schön hinschreibt oder ob ihr dann irgendwelche Verzierungen macht, die Gestaltung obliegt natürlich euch. Ich nehme den Textilkleber auch für Papier und für Pappe. Ich verwende den für alles und ich finde, der haftet auch sehr, sehr gut, wird auch transparent. Also scheut euch nicht mal was auszuprobieren. Genau. Also ich denke auch, der würde auch funktionieren mit so Servettenkleber. Ist wirklich die Frage auch immer, aus was sich das wirklich zusammensetzt. Und ich glaube, man kann auch viel für mehrere Möglichkeiten verwenden. Also den einen Kleber für das und für anderes, weil ich habe halt sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Textilkleber. Und dadurch, dass ich viel nähe, habe ich den eh zu Hause. So ein Tonpapier sieht ganz hübsch aus, wenn ihr, wie gesagt, die gleiche Farbe nehmt, was sich ein bisschen widerspiegelt eben mit eurem Garn auch. So Reste hat man doch dann immer daheim, ob man jetzt Strümpfchen stickt oder was anders und dann habt ihr gleich was Herzallerliebstes und ja, ist auch immer eine schöne Karte. Also sowas ist ja auch ein freudiger Moment, wenn man jemand beglückwünscht, entweder zur Taufe oder zur Geburt. Da oben seht ihr noch das Knoll, das werde ich jetzt auch noch mit Textilkleber auch haftend machen und es ist auch schnell gebastelt, das habe ich innerhalb jetzt von kleinen Abend gemacht. Ich werde jetzt noch das schön mit so einem Goldaufkleber hier veredeln. Gibt es ja auch immer so Bastelsets zur Geburt. Ja, so Gold macht eigentlich auch immer ein bisschen was her. Wieder nach meinem Fazit, weniger ist mehr. Sieht es ganz hübsch aus und es ist mit Liebe gemacht. Und wenn man dann bedenkt, ach, das hat jemand selber gemacht, ist es doch sehr schön und schnell umgesetzt. Jetzt wünsche ich euch was und bleibt kreativ und ich freue mich aufs nächste Mal, da gibt es wieder eine Verlosung. Macht's es gut, tschüss und bleibt gesund, eure Nina.